Ich werde auch immer gefragt, ja, du bist eine Komponistin aus dem Iran. Wie ist das für dich zu komponieren? Und eigentlich wünsche ich immer, dass man auch darüber hinausgeht und mit mir als eine Komponistin redet. Oder vielleicht auch nicht als Komponistin, sondern als einfach als jemand, der komponiert. Egal, ob ich eine Frau bin oder aus dem Iran bin. Ich glaube, das hat damit auch zu tun. Ich habe mich hier zum Beispiel gefragt, okay, jetzt bin ich hier in Deutschland anfangen, alle erwarten von mir, ich bin Iraner, warum schreibe ich mit Iranisch? You should always write for eternity. No time, no past, no present, it has to be for always. Meine Aufgabe vielleicht war es, dass, okay, versuchen wir diese eigene Sprache so irgendwie zu entwickeln. Ich habe versucht, mit sehr vielen Komponisten in Kontakt zu sein, um eine Heimat zu kreieren für mein Instrument, um eine musikalische Heimat zu bauen. And that's why we're living in Iran. I mean, many people are asking me, are you crazy staying in Tehran? I say, yes, I'm crazy. Was ist Iranisch? Was ist Deutsch? Es ist weder das noch das. Es ist ein Drittes. Es ist etwas, was man erreicht.